ist die erste Tagesschau der Woche. Freut mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Mein heutiger Gast ist Barbara Lüthi, langjährige Korrespondentin vom Schweizer Fernsehen in China. Sie hat gerade ein Buch veröffentlicht, heisst «Live aus China». Danke vielmals, dass du hier gekommen bist. Barbara, wer bist du? Ich bin eine Macherin. Ich bin jemand, der die Chance erkennt, sie wahrnimmt, aber hart dafür arbeitet. Ich bin jemand, der gerne an Grenzen geht. Ich fühle mich nicht sehr wohl mit dem Mittelweg. Mhm. Gerne Grenzen ausloten, auch immer öfter überschreiten. Und immer ich würde öfter sagen, überschreiten? Immer öfter? Nein, eigentlich nicht immer öfter. Ich muss sagen, nein, eigentlich wahrscheinlich weniger. Ich würde sagen, als Mutter weniger. Gut, aber, und wenn ich das noch einmal zusammenfassen müsste, so ein bisschen leidenschaftlich, kompromisslos, ungeduldig. Ich glaube, manchmal ist es ziemlich schwierig für meine Mitmenschen. Okay. Ja. Du bist ja mit 16 von zu Hause abgehauen. Du kommst aus einem bürgerlichen Haushalt von Talwil und bist nach Australien. Sind deine Eltern froh gewesen, oder haben sie Angst gehabt an dich? Nein, ich glaube, sie sind, also was heisst froh gewesen, aber sie haben mir einfach zugetraut, dass ich das mache. Und ich bin nicht abgehauen, ich bin ins Austauschjahr. Oder? Also wirklich auf Australien die Schule. Und meine Eltern haben mir irgendwie so ein unerschütterliches Grundvertrauen ins Leben und in mich mitgegeben. Und haben irgendwie gemerkt, dass ich raus muss. Ich wollte etwas Neues ausprobieren. Und ich glaube, sie sind froh gewesen, dass ich das mache. Aber wie sind deine Ambitionen gewesen am Anfang? Das hat mich ein bisschen überrascht, wenn ich so deinen Lebenslauf durchschaue. Ja. Hast du die vierte Fachschule gemacht? Ja. Hast du eine Beizerin werden? Absolut. Ich habe immer schon... Doch, siehst du mich wieder als Beizerin. Also Torfarbe stimmt, das Lachen stimmt, die Küche kann ich nicht beurteilen. Das hätte ich nicht gemacht, ich hätte ja kochen lassen. Nein, schau, ich habe gedacht, entweder ein Restaurant oder ein Hotel, weil das ist wie so eine Begegnungsstätte. Also ein Ort, wo du Leute kennenlernst, außerhalb von ihrem Arbeitsleben. Und das hat mich immer fasziniert. Also irgendwie ein Kosmos in sich, wo du Leute kennenlernst in anderen Situationen. Und ich habe dann mal gedacht, ich fange mit der Wirtenfachschule an, schau mal, vielleicht eine Hotelfachschule. Ja. Nach der Wirtenfachschule dann auch geschafft auf diesem Gebiet. Und habe dann irgendwie gemerkt, nein, doch nicht. Ich will irgendwie etwas anderes machen. Und das hat mich einfach das erste Mal in die Welt rausgezogen. Und dann bin ich naheliegend zurück auf Australien. Weil ich dort schon ein Netzwerk hatte, bin ich auf Australien gekommen, habe dort dann Englisch gemacht, Ausbildung gemacht, habe im Gastgewerbe geschafft und bin dann ein Jahr dort geblieben. Ja. Und dann ist es aber auch sogar Australien, also seitdem ist mir zu eng geworden. Und dann bin ich weiter auf Hongkong. Mhm. Und dann, Asien hat mich immer fasziniert. Und dann, als ich in Hongkong nachher bin, habe ich ziemlich schnell gemerkt, das ist die Gegend, die mich am meisten fasziniert. Okay, und irgendwie bist du dann, als du zurückgekommen bist, in den Journalismus reingerutscht und bist mittlerweile preisgekrönt. Du bist einmal Reporter of the Year geworden von CNN. Obwohl du den Beruf gar nicht gelernt hast, da fragt man sich eigentlich, da gehen Tausende machen das publizistische Studium und du holst die besten Preise. Was ist denn da abgelaufen? Ich glaube, also du kannst viel lernen. Du weißt, in einem Studium, aber als Journalist musst du einfach eine gewisse... Also das bist du oder bist nicht, glaube ich. Du bist einfach, du hast die Eigenschaft, du hast sie nicht. Du musst extrem... Was für eine Eigenschaft? Du hast ja gesagt, für eine Geschichte gehst du sehr weit. Ja. Wie weit? Ja. Nein, ich gehe für die Geschichte... Ich gehe nicht zeigen, dass ich andere in Gefahr bringe, aber ich lasse nicht locker. Mhm. Also ich habe eine extreme, also natürliche Neugier und habe dann aber auch den Willen, wirklich herauszufinden, stimmt das nicht. Ja. Also ich lasse nicht locker. Ich gebe mich nicht einfach mit der ersten Antwort zufrieden. Ich schaue gerne hinter die Kulissen, ich will Sachen aufdecken. Das kenne ich auch noch andere, die das so ist. Aber du bist jetzt erst ein bisschen im Privatfernsehen in der Schweiz angefangen und dann bist du ins Schweizer Fernsehen, das grosse Schweizer Farbfernsehen, reingekommen. Obwohl du eigentlich nicht den Vorgaben von der Human Resources Abteilung entsprochen hast. Wie hast du das geschafft? Ja, ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Nein, ich habe beim TV, also Start-TV angefangen, Taxi-Tag, dann bin ich ins TV3 gekommen und dann ist das TV3 eingegangen und dann habe ich eigentlich nicht gewusst, was machen. Aber ich habe dazu mal gewusst, ganz klar, das ist mein Weg, ich will das weitermachen. Und es ist absolut ein Zufall, bin eine Freundin besuchen in der Rundschau. Und bin auf dieser Rundschau-Redaktion herumgesessen und geplaudert. Und dann kommt der Uli Haldimann, damals neuer Chef von der Rundschau, kommt rein und es war gerade ein Swiss Grounding. Er sagt, wir brauchen unbedingt Leute, die auf Orly gehen. Das sind die Swissair-Bossen untertaucht. Ich weiss dort dann nicht mehr. Und sagt, gehöre ich zu der Eva, sagt, haben wir Leute, wer kann gehen? Und dann habe ich gesagt, ich? Und ich bin einfach gerade dort gesessen. Ich kann jetzt gerade und ich kann auch selber filmen und ich kann auch selber schneiden und ich könnte eigentlich jetzt gerade auf den Flieger.
Und dann, so hat das eigentlich angefangen. Das heisst, das ist also fast die wichtigste Eigenschaft eines Journalisten. Im richtigen Moment, am richtigen Ort sein, richtig reagieren. Richtige Fragen stellen und die richtigen Fragen stellen. Genau, die richtigen Antworten geben. Und dann wird man sogar Profiteur von irgendwelchen Unglücken, die eine Nation erfasst hat. Ja gut, das kennst du auch. Hä? Ich meine, das ist damals, was wir am meisten zu tun haben. Mhm. Oder? Genau. Also, aber es ist genau wegen das, was ich am Anfang gesagt habe, du musst deine Chancen kennen, aber da musst du eben auch sehr hart dafür arbeiten. Mhm, gut. Du redest ja schneller als die anderen. Ich rede sogar schneller als du. Genau. Ja. Als Kind hättest du eigentlich Ritalin bekommen, wenn es das damals schon gegeben hätte, oder? Ich wahrscheinlich, ja, aber Gott sei Dank nicht. Weil ich meine, man muss halt nur in die richtigen Bahnen lenken. Gut, okay. Und eben, wenn du dann vor der Kamera bist, musst du dich zusammennehmen, vor allem in Extremsituationen. Sicher eine von der absoluten Extremsituationen Fukushima. In dieser Küstenstadt lebten einst 17.000 Menschen. Zurzeit werden immer noch über 10.000 Menschen vermisst. Die Menschen, die nach dem Erdbeben gleich losgerannt sind in die Berge, also in diese Richtung, die haben überlebt. Die anderen wurden von der riesigen Tsunamiwelle weggespült oder sie wurden unter dem Schlamm oder unter den Trümmern begraben. Was ist eigentlich die emotional schwierigste Reportage? Du lachst, wenn du dich da siehst. Ich lache. Warum? Nein, ich habe mir an einen Weltwochenartikel denken, wo der mich beschrieben hat als Oberturnerin, wo man eben mal müsste sagen, dass mit sie ruhig steht. Ja, genau. Ja, sie Hand. Oder? Und noch zeigen da hinten genau, und so. Genau. Du bist wunderbar. Ich meine, musst echt ein Herz, musst ein Herz hinnehmen, oder? Das ist gar nicht der Job. Aber das ist emotional. Ich will jetzt nicht mal sagen, die schwierigste Reportage war. Da haben wir eigentlich einfach nicht gewusst, wo dann der Meltdown kam und von Kuschel. Da haben wir einfach nicht genau gewusst, sollen wir gehen, sollen wir bleiben. Aber das ist irgendwie, ja, da sind wir dann abgezogen. Von was hast du eigentlich mehr Angst gehabt? Von gewissen Menschen oder von der Natur? Jetzt meinst du in generell, jetzt als Reporter. Weil ich habe hier ein Beispiel von dir, wo die Natur irgendwie... mit dem Nachbeben. Ja, genau. Die Erde bebt wieder. Jemand ruft, weg hier, es stürzen wieder Gebäude ein. Auch wir rennen weg. Das finde ich ja gut. Das sind Reportagen, die du dich selber auch zum Thema machst. Und das wird natürlich viel greifbarer und verständlicher, als wenn das so irgendwie aus der Distanz gemacht wird. Ja, dann merkst du, was geht da nach. Neben von der Natur, ich meine, kannst du wie nicht Angst haben. Das ist ja sehr, das kommt dann einfach. Das ist ja sehr überraschend. Ja. Und eigentlich auch nicht, kann ich auch nicht von Menschen Angst haben. Also, China ist ein Polizeistaat, oder? Ja, es hat sicher gewisse Situationen gegeben, wo mir unheimlich geworden ist. Aber eigentlich weniger wegen mir selber, sondern wegen meinen Mitarbeitern. Vor allem wegen meinen chinesischen Mitarbeitern. Weil die sind weniger geschützt als du? Sehr viel weniger geschützt. Eben ab 2008 hat man können sein. Du bist, glaube ich, nur einmal verhaftet. Es gibt so eine Szene, die ein speziell ist, irgendwo aus dir. Während des Interviews kommt uns der Parteisekretär des Bezirks mit Gefolge entgegen. Er lässt nicht mit sich reden. Filmen sei verboten. Ein Beamter informiert die Polizei. Wir verlassen den Ort. Während einer halben Stunde werden wir von einem Polizeiauto verfolgt. Also so klassische Themen. Das ist wirklich harmlos gewesen. Ja, ist gut. Aber so eben die klassischen Politthemen kann man in China nicht machen. Ja. Es gibt nur eine Partei, es gibt keine Wahlen etc. Welche sind denn die Themen, die da am meisten interessiert haben? Das sind sicher, also sind Politthemen, aber es sind wirklich also sehr greifbare Themen wie Umwelt. Umweltverschmutzung, Lebensmittel, Sicherheit. Also Sachen, die wir uns alle sehr damit identifizieren können. Ja. Aber es sind auch Themen, die man jetzt hier sieht, die sehr schwierig sind, zum realisieren. Eben, sind zum Teil auch schwierig dann zum Filmen, weil du hast ja so Umweltskandal aufdeckt. Ja. Die Frage ist, wie bist du an die angekommen? Schauen wir so ein ganz Beispiel an. Das ist übrigens der Bericht, der dir dann eben den grossen Preis bekommt, den Award Reporter of the Year, der ganz speziell ist. Hier haben wir gelebt und alles gepflanzt. Ohne unsere Felder haben wir nichts zu essen. Die Lokalbehörden haben ihr Land konfisziert und ihre Häuser niedergerissen. Jetzt sollen hier Fabriken entstehen. Drei Männer stoppen uns beim Filmen. Sie sagen, sie seien Dorfbewohner, doch sie tragen Polizeihemden. Sie wollen, dass wir mitkommen. Das ist ein weniger harmlos, oder? Ja, das ist eigentlich das erste einzige Mal, was wirklich handgreiflich worden ist. Also haben sie uns dann so einfach im Kreis rumschupfen, die Kamera weggerissen und wir sind irgendwie selten verflachtet worden. Sie waren relativ handgreiflich. Ja. Also wirklich auch wirklich grob. Und ich habe dann vom Auto aus, von dem Taxi aus der Schweizer Botschaft, also der Schweizer Botschaft angerufen und dann im Außenministerium. Ja. Du hast ja immer einen chinesischen Chefbeamten, der eigentlich auf einem aufpasst. Mhm. Und
sie hat dann gesagt, ja, wir sollen sie in Ruhe lassen. Wir sind dort in Gewahrsam genommen worden, 2-3 Stunden. Also, es hat viele so Situationen gegeben, wo wir handgreiflich gestoppt worden sind. Vor allem einfach bei Themen, wo halt die Regierung als negativ anschaut. Klar, eben, weil die auch nicht denken, die kommen da an und sagen, was wir für ein grossartiges Land sind. Und du hast zum Teil so Undercover-Methoden müssen machen, die irgendwie im Auto verstecken. Absolut. Wir haben vor allem, aber das war vor allem, um die Leute eben vor Ort zu schützen. Weil, weißt, was kann mir passieren? Okay, ich werde mich mal festgenommen für 2-3 Stunden, im schlimmsten Fall werde ich zum Land ausgewiesen. Mhm. Aber ich musste einfach immer sehr aufpassen, dass die Leute, mit denen ich geredet habe, dass das keine Folgen hat. Das kannst du nicht kontrollieren. Das kannst du doch nicht. Wir haben Nachbetreuung. Ja, aber gleich. Aber vielleicht ein Jahr später kommt einer vorbei und zackt die ein, oder was? Aber darum haben wir wirklich versucht, das Risiko zu minimieren. Sprich, wir haben abgeklärt, okay, in diesem Dorf gibt es einen Skandal. Mhm. Sind wir am Abend in das Dorf gereist, wir haben das in einem Haus versteckt und haben, sagen wir, am Morgen oder in der Nacht ein Interview geführt und sind wieder raus. Also haben einfach versucht, Sachen so zu drehen, dass man sieht, mit wem das wir reden. Ja, wenn dann die den Beitrag sehen, da tut die Schweizer Botschaft oder die chinesische Botschaft in der Schweiz nimmt das auf. Du darfst einfach keine Ortsangaben machen, zum Beispiel keine Namensangaben. Also manchmal ist das so, es ist wirklich so, dass ich mache mir da extrem viele Überlegungen gemacht. Mhm. Weißt, was man machen kann, um die Leute zu schützen. Mhm. Du hast den Preis bekommen und ein paar andere, haben die dir etwas gebracht, außer der Ehre? Neben der Ehre, das ist eigentlich schon genug super. Gewesen. Aber ist vielleicht noch ein Auftrag für sie, nehmen wir auch noch gut gewesen, oder? Ja, aber du, ich bin eigentlich dort und ich bin wirklich eigentlich glücklich gewesen, dort, wo ich war. Weil ich sage immer, also weißt, ich habe viel können bewegen, ich habe sehr viele Freiheiten gehabt. Und mein Mann hat ja hat bis hierhin geschafft früher. Mhm. Und ich habe gesehen, wie es dort läuft. Also dort bist du einfach wirklich, dort kannst du wenig selber bestimmen und dein Leben ist absolut vorbestimmt, was du wann machen musst. Aber in Peking, wo du dann gelebt hast, wie hast du das Gefühl gehabt, das Telefon nicht abgelöst beispielsweise? Absolut, ja. Völlig klar. Und was hat das geheissen für dich? Was hast du am Telefon gesagt und was nicht? Hast du musst ja die Reise vorbereiten. Also wenn wir so Reisen vorbereitet haben, haben wir immer mit Telefonkarten telefoniert. Wir haben, die Scratch-Cards haben wir genommen. Wir haben nur mit so Karten geschafft. Wir haben die Karten immer gewechselt. Wir haben das Telefon auch abgestellt, als wir gereist sind. Weil mein Mann und ich die Hause über heikle Sachen geredet haben, sind wir raus auf den Balkon, haben ganz laut Musik laufen und sind auf den Balkon raus und haben dort diskutiert. Und dann haben wir rausgeschaut auf Peking, haben zwei kleine Kinder gehabt. Und du hast gesagt, es hat das schaurig gut gefallen, weil das ist wirklich eine wunderbare Stadt, wenn man sie so anschaut. Also, nein, wie kann man dort leben und sagen, das sei noch toll? Und seine eigenen Kinder dem aussetzen? Wahnsinn, gell? Barbara, nein, also please. Nein, los, darum sind wir dann auch auf Hongkong. Aber wie viele Jahre bist du da? Lang, viele Jahre. Ich schaue jetzt mal. Also ich habe 4 Jahre voll in Peking gelebt. Ja. Und bei den nächsten 4 Jahren habe ich in Hongkong gelebt und bin pendelt. Also ich habe meine Kinder quasi evakuiert auf Hongkong, bin dann hin und her pendelt. Aber du hast recht, ich meine, in so einem Winter, da hast du Feinstaubpartikelwert, das heisst PM2,5-Wert, die 30 Mal höher sind als die Weltgesundheitsorganisation sagt, ist machbar. Und Chinesen? Der Januar ist Peking als unbewohnbar und ungeeignet für menschliches Leben erklärt worden von chinesischen Wissenschaftlern. Gut, und wie viele Millionen sie haben in den ungeeigneten Eigenschaften müssen leben? Wie viele? 8 Millionen? 10 Millionen in Peking? In Peking 22 Millionen. 22 Millionen? Oh, bin ich fair in der Drehung. Hat 8 Millionen Auto, glaube ich. Hat 5 Millionen. Aber eben, dort hat man dichten Stress, extrem, man hat die Luft und so. Yeah. Und du redest immer so begeistert von dem Peking und so. Ja. Und wann hast du mit Begeisterung von Peking reden können? Nein, also wenn man 5 Jahre dort lebt, dann muss man sagen. Und du findest auch eben, es hat also Vorteile gegenüber der Schweiz. Es hat, nein, also Begeisterung hat sich... Am Anfang natürlich ist es alles neu gewesen. Und nachher hat es sich sehr auf den Job beschränkt. Ich meine, weil es einfach wahnsinnig spannend ist. Ich habe es spannend gefunden, sogar über den Smog zu berichten, als ich da jetzt irgendwie in Zürich müsste eine Geschichte machen über den Verkehr. Also, es hat mich fasziniert. Bist froh um den Smog wie um das Swiss-Desaster. Genau, es hat mich fasziniert. Beruflich, wo ich zu meinen Kindern gehe, hat sich sehr vieles verändert. Meine Kinder sind krank geworden. Also, haben dann wirklich, Und dann merkst du auch, dann habe ich es einfach anders wahrnehmen. Gut. Und die Chinesen, wie reagieren die Kinder haben? Nicht sehr gut. Also, als ich meine Tochter in der Schule abgeholt habe, bei so Smogwinter, habe ich mit Frauen geredet, mit Müttern, die gesagt haben, was bringt uns das Wirtschaftswachstum, wenn wir alle krank werden. Also, du merkst, dass heute eine Kritik da ist von der Öffentlichkeit, die es so noch nicht gab, vor 5-6 Jahren. Aber das heisst, es gibt eben Wirtschaftswachstum gegen Umweltschutz. Absolut. Und in China ist immer Wachstum Nummer 1. Im Moment ist Wachstum Nummer 1. Wobei, es ist natürlich auch an dem Nationalen Volkskongress, hat jetzt
die Regierung ganz klar erklärt, als oberstes Ziel, wir müssen etwas machen, weil das Land vergiftet sich sonst, bevor es noch irgendwie weitergeht. Aber jetzt hat die Klimakonferenz oder kürzlich in Lima gesagt, erst ab 2030 geht es mit der Kohle ab. Also dort geht es noch rauf. Also, aber sie werden, obwohl sie sind ja führend in grüner Technologie, aber auch wenn China alles, was sie haben, ausschöpft, Solar, Wind, Clean Coal, können sie das Wachstum nicht heben, wenn sie Kohle abfahren. Von dem haben sie Angst? Absolut, natürlich. Von dem haben sie Angst, dass es dann könnte Unruhe geben, politische Unruhe, und das wäre das Allerschlimmste. Genau. Also das ist ja darum, ist ja das Wachstum ist das Mantra, das BIP, Bruttoinlandsprodukt ist das Mantra, weil sie müssen 7% quasi Wachstum anlegen für die Beschäftigung, also für quasi eine höhere Beschäftigungsrate. Und sie haben absolut Angst, dass wenn sie zurückgehen, wenn sie kein Wachstum mehr haben, dass es Unruhe gibt. Weil ich meine, die Mittelklasse in China ist käuflich. Und solange die Leute... Käuflich? Ja. Solange die Leute eine Perspektive auf ein besseres Leben, also eine Perspektive auf eine bessere Zukunft, fordern sie nicht unbedingt eine andere Regierung. Sie fordern vielleicht eine bessere Regierung. Sie sagen, okay, wir wollen eine bessere Umwelt. Aber sie haben, es ist eigentlich wie ein Deal, Wachstum gegen Kursen. Aber das ist ja eigentlich das Umfeld von dem materialistischen Land. Oder? Ich, es gibt ja kein materialistisches Volk als Chinesen. Glaube ich, als die kommunistisch regierten Chinesen zählt also zuerst mal ein Fernseher, dann ein Auto und dann eine Wohnung. Und dann ist man Puss am Strählen. Absolut. Oder? Also wenn heute auf dem Heiratsmarkt junge Männer, die heute Frauen suchen, es gibt ja einen wahnsinnigen Frauenmangel. Also hast du schon mal, einen Stress wegen der traditionellen Vorliebe für Buben? Also wegen der Eichenpolitik, wegen der mehr Abtreibungen von Mädchen. Abtreibung? Ah, die tun das abchecken. Es gibt Abtreibungen von Mädchen und darum ist jetzt der Ärzte nicht mehr erlaubt, beim Ultraschall das Geschlecht bekannt zu geben. Okay. Oder? Zum das eben, aber du hast eine Geschlechterungleichheit. Und wenn jetzt ein Mann, gerade in einer Stadt, wenn ein Mann eine Frau finden will, muss er entweder ein Auto haben oder eine Wohnung. Und sonst hat er eigentlich keine Chance. Nein, hat er eigentlich und darum wollen das alle natürlich. Und dann hat es immer mehr Auto und ist dann immer mehr im Stau. Ganz genau. Also, ich bin jedes Jahr einen Monat im Stau gestanden. Ich habe es mal ausgerechnet. Ehrlich? Also der eigentliche Dichterstress hast du nicht in Dalwil erlebt, sondern dort, oder? Das erstaunt dich ja nicht. Aber was können Chinesen besser als die Schweizer? Ich finde, es ist schon eine Just-Do-Mentalität. Man versucht mal, man macht mal. Es ist ein wahnsinniger Unternehmergeist da. Oder obwohl es eigentlich die mutigen Unternehmer aus den 80er Jahren, die ich in die Öffnung verantworten haben, gibt es eigentlich nicht mehr so. Also, weil die Staatsfirmen wieder sehr im Vormarsch sind. Aber trotzdem, du hast so das, man versucht, man macht mal. Also, während man vielleicht in der Schweiz noch diskutiert, hat man dort schon mal 3-4 Sachen ausprobiert. Ja. Aber dort hat man natürlich irgendwie ein Reservoir von Hunderten von Millionen von Wanderarbeitern, die total klein gehalten werden, die eben dann alle die Drecksarbeiten machen. Haben die überhaupt eine Chance, jemals in die Mittelklasse aufzukommen? Es ist sehr schwierig. Ich würde sagen, das sind immer noch die eigentlich nach wie vor nichts von dem Wirtschaftswachstum profitieren. Das sind eigentlich die, die Städte wandeln, die die Städte bauen und die dann keinen Hucko haben, also keine Melde. Quasi Bestätigung haben, das heisst, ihre Kinder können nicht in die Schule und. Und ich denke, wenn sie jemals sollte, zu einem Umsturz kommen in China, kommt er eben nicht von den Studenten. Also von denen kommen, die nicht mehr zu verlieren haben. Nein. Das sind Bauern und Wanderarbeiter. So wie ich es erlebt habe, eben alles geht nur ums Materielle. Was ist eigentlich, sagen wir, mit Romantik, mit Charme? Gibt es das? Ja, ist noch schwierig. Ist wirklich noch schwierig. Also in China, in China ist auch die Liebe einfach ein Deal. Ja. Oder? Also, ganz im Gegensatz zu anderen Ländern. Absolut. Nein, aber gut, das können wir beurteilen. Wir reden jetzt einfach China. Ja, genau. Aber weißt du vielleicht mehr? Ich weiß es nicht. Aber, nein, ich habe zwei, drei Sachen gelesen über Leute, die dann auch eben schauen, wer hat das Auto. Ich kann es auch geben bei uns. Nein, aber du siehst zum Beispiel in China auf dem Heiratsmarkt. Gibt es einen Heiratsmarkt, das heisst, der grosse Park in Shanghai gibt es einen grossen, kommen da Wochen an die Eltern und die hängen dann so Plakate auf, wo sie ihre Kinder anpreisen. Und dann hast du nicht irgendwie, weißt du, so flauschige, kuschelige Charaktereigenschaften, ich weiß jetzt auch nicht, sondern hast wirklich einfach Wohnung, sonst so gross. Auto dient die Marke. Ja, richtig, im Detail. Im Detail. Und so wird dann, wird dann wirklich verglichen und so werden dann Telefonnummern austauscht. Aber sind denn die Chinesen happy in dieser Situation? Es kommt sehr davon, wer du fragst. Wenn du jetzt einen Bauern fragen, der heute immer noch mit 2 Franken lebt, aber durch das Internet, das sich mehr verbreitet, weiss, was in der Küste oder in der Küstenstadt abgeht, nein, der würde sagen, ich kann. Für mich geht das nicht auf. Wenn du jetzt jemanden fragst, wenn du, sagen wir, an die Pekinger Uni gehst, eigentlich die Elite vom Land, wo du denkst, von dort her kommt ein Umbruch, die regen zwar über alles, sagen aber, hey, im Moment geht es uns aber besser. Und eigentlich wollen wir uns die Situation bewahren.
Genau, und wenn man dann eben die Städte anschaut, vor allem die grossen Städte wie Shanghai und Peking, das sieht ja glamourös aus, wie man da jetzt auch wieder sehen und hören. Keine Stadt auf der Welt verändert sich so schnell. Hier gibt es alle 6 Monate einen neuen Stadtplan, denn der alte ist überholt. Shanghai ist wie Hochleistungssport. Wer mit dieser Stadt mithalten will, muss fit sein und die Fähigkeit haben, sich den ständigen Veränderungen anzupassen. Genau, das hat dich auch fasziniert. Ja, absolut. Ja? Es ist schnell und es verändert sich okay. Aber du bist dann irgendwann weggegangen, bist nach Hongkong gegangen, so ein bisschen am Rand vom Ganzen. Hongkong hat einen speziellen Status. Ja. Hat jetzt gerade in den letzten Monaten so eine Protestbewegung gehabt, wo du ja mitbekommen hast. Hast du das erwartet, dass die chinesische Regierung, die du gut kennst, so lange zuschaut und das so lange toleriert? Ich habe schon gedacht, dass, weil sie haben eigentlich gewinnen sie so viel mehr. Also ich lehne das einfach langsam flaut ab. Mhm. Und es war taktisch das einzige Wichtige. Ich meine, jeder hat am Anfang, es sind überall die Vergleiche zum Tiananmen Square, sie können nur können verlieren mit harten Durchgreifen, auch bei der Hongkong können verlieren. Und so haben sie eigentlich taktisch das gemacht, was ich eigentlich erwartet habe. Sie haben gewusst, irgendwann lädt das nach und vor allem irgendwann wird es der Bevölkerung, in der Hongkonger Bevölkerung wird Sympathie umschlagen. Weil viele Hongkonger, die Tycoon Geschäfte mit China, sind sehr darauf angewiesen, dass sie eben eine gute Beziehung haben. Und das ist ja genau das, was jetzt langsam passiert. Dass die Sympathie von der Bevölkerung langsam umschlägt. Aber haben die Chinesen nicht, also die Regierung in Peking, das Zentralkomitee, nicht Angst, dass es könnte übergreifen auch? Doch, aber darum ist das sehr, sehr, sehr stark zensuriert worden. Also du hast fast keine auf Weibo, im chinesischen Twitter, wo das alles gepostet worden ist, sind die Nachrichten wirklich, vielleicht was sagen, ein paar Stunden drauf gewesen. Es ist ganz, ganz stark zensuriert worden. Also China hat ja eine enorme Entwicklung gemacht in den letzten 30, 40 Jahren. Mao ist eigentlich vom Protest runtergefallen. Aber jetzt hört man, es käme wieder. Also die neue Regierung tut jetzt wieder den Mao-Kult wieder ein bisschen pushen. Ja, also das ist eigentlich erstaunlich, oder? Das ist im Fing, ist röter als rot. Also man hat, es ist eigentlich, geht wirklich in die andere, jetzt geht wirklich wieder in die andere Richtung, wo man angenommen hat. Aber ich denke schon, dass Hongkong einen grossen Einfluss gehabt, auch auf China. Mhm. Ich meine, nicht sagen, dass die Kommunistische Partei ein monolithischer Block ist. Da gibt es ja ganz verschiedene Fraktionen drin. Oder? Und gerade Hongkong wird auch die Regierung in China, die kommunistische Regierung, wird sie dazu drängen, sich wirklich Reformen zu überlegen. Weil das Einparteisystem ist nicht mal in der Sonderkolonie für China anwendbar. Also irgendwann, ich glaube, das wird schon beschleunigen, dass es wird nicht schnell gehen, es wird noch sicher noch 20 Jahre so gehen, aber es wird irgendwann kommen, wird mal etwas passieren. Ja. Willst du dort bleiben? Du hast 2 kleine Kinder, die gehen dort in die Schule, die können Deutsch, die können Englisch, die können lernen Mandarin und so. Kommen die mal in die Schweiz zurück? Das ist noch schwierig zu sagen. Mhm. Wahrscheinlich schon irgendwann. Ja. Ich denke schon. Du bist jetzt ja Südostasien-Korrespondentin. Genau. Also China hast du eigentlich abgegeben. Ja. Kannst noch ein bisschen mehr reisen, musst das auch noch ein bisschen besser organisieren. Es sind noch weitere Distanzen und so. Ja, aber es ist noch gut. China ist halt ist sehr. China muss man immer. Ich glaube, Südostasien ist ein nice to have. Aha, gut. Es ist schön, wenn man mal eine Geschichte aus dem Gebiet hat. Man muss nicht dauernd immer dran sein. Du bist jetzt in Bali gewesen, oder? Super. Also der Good Life. Oder? Nach Peking, nach Bali. Ich habe in Bali herverdient. Ja, genau. Wie dort am Strand sieht es manchmal im Gymbaran auch ziemlich schlimm aus. Und so. Ja, und jetzt bist du in der Schweiz. Du hast viel Vorträge, verdienst auf diese Art und Weise Geld. Also das Interesse an China ist gross in der Schweiz. Und auch das Interesse enorm. An dir. Ich glaube, das Interesse an China ist enorm gross. Also ich sehe es eben genau, wenn ich Vorträge habe, dass einfach das, dass die Leute das wahnsinnig auch fasziniert. Und auch im Zusammenhang indem sie fragen, was heisst das für uns? Eben, was heisst das für uns? Wird China die nächste Supermacht? Hat das Auswirkungen auf uns? Also sind sie die nächste Supermacht? Wir haben ja, glaube ich, ohne dass man es richtig bemerkt hat, im Bruttosozialprodukt das letzte Jahr Amerika überholt. Viel früher, als wir es denken. Nicht im Bruttosozialprodukt pro Kopf, aber gesamt sind ja 1,3 Milliarden. Ist ja klar, mehr als 300 Millionen Amerikaner. Wirtschaftlich gesehen haben sie Amerika schon überholt. Aber der Begriff Supermacht setzt irgendwie auch voraus, dass sie auch einen weltpolitischen Einfluss haben. Mhm. Und das wird mit dem System, das sie haben, ist nicht adaptierbar. Ja, aber also gut. Ich denke, aber sie werden aggressiver. Gehen dann mit Japan in Clinch, gehen gegen Vietnam, machen irgendwelche Bohrinseln, tun dort irgendwie Territorium besetzen. Sie sind sehr viel aggressiver geworden und sehr viel selbstbewusster in ihren Ansprüchen gesehen mit Territorialstreitigkeiten. Aber ich glaube jetzt rein vom Lebensstandard her, also von der Art her, solange China nach wie vor auf das Kopieren von unseren Produkten angewiesen ist, solange China nach wie vor nicht ein politisches System hat, wo man kann auf einen grossen Teil der Welt adaptieren, werden die USA nicht einholen. In den nächsten 30 Jahren werden die USA als Supermacht nicht überholen. Also das ist meine Meinung.
vor allem Eindruck gemacht, wenn man in die chinesische Stadt geht, wird vor allem Werbung gemacht für Produkte, westliche Produkte, die zum Teil in China hergestellt worden sind. Also sexy sind die chinesischen Produkte nicht. Sie sind vielleicht technisch wunderbar und günstig etc. Nein. Aber sexy und charmant und prestigereich sind unsere Produkte. Aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Der Lifestyle, the American way of life. Ja. Das ist etwas, was auch in China ein Traum ist. Und das ist aber etwas auch heim von den Verbündeten her, wird China da Amerika nicht überholen. Ja. Das hat ja sehr viel damit zu tun mit dem Begriff Grossmacht, Supermacht. Oder? Jetzt gibt es ja viel mehr chinesische Touristen in der Schweiz, oder? Die hast du mit denen ein bisschen geredet und so. Was sind das für Leute? Wenn wir jetzt Chinäer irgendwie klassifizieren innerhalb dieser Gesellschaft? Ja, das ist sicher, sicher die Mittelklasse. Die, Mittelklasse. Die es sich leisten können, zu reisen. Und, aber es ist... Ja, und was sehr neugierig war, die Schweiz ist sehr ein sehr beliebtes Land bei den Chinesen. Sie fühlen sich irgendwie sicher da. Und was aber sehr lustig ist, das letzte Jahr, also sie sind ja sehr, sie gehen ja sehr gerne Skifahren. Das ist der neue Trend bei der chinesischen Mittelklasse. Und das letzte Jahr hat es ein Projekt gekriegt, glaub, von Schweizer Tourismus, dass chinesische Skilehrer angestellt haben, weil sie irgendjemanden gebraucht haben, der mit den Chinesen auf der Piste kommuniziert, weil es anscheinend wirklich so gefährlich war. Aber ich meine, die Chinesen sind wirklich arme Menschen. Ich kann mich erinnern an die Weltausstellung in Shanghai, der Schweizer Pavillon, hat glaube ich etwa 20 auf 20 Meter Wiese gebracht und so ein Bähnchen drüber rein, völlig etwas lächerlich gewesen. Aber die Chinesen haben das super gefunden. So ist es für uns noch. So ist es für uns. Okay. So danke vielmals, dass du bist. Dir weiterhin Erfolg. Und auch für die grosse Reportage, die für den Sommer vorbereitet ist. Da, die Old Rangoon Road. Oder wie Old heisst? Burma Road. Genau, Old Burma wir reisen von Kumni nach Kalkutta. Okay. Also, grosse Geschichte. Okay, freust dich drauf? Sehr. Nein, es ist etwas Neues und ich finde es sehr. Okay, also interessant, Barbara Lüthi. Spezielle Person, spezielle Leistungen, spezielle Persönlichkeit. Und toll, dass Schweizer Fernsehen solche Leute hat. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.